Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim mit mir, dem Dragoart und der lieben Mjoll im Lager stehender Strom, denn dort sind wir gerade, ich sehe gerade, haben wir das schon? Ne, haben wir noch nicht. Wir sind natürlich hier, weil wir natürlich auch Ressourcen zum Schmieden abbauen wollen, das ist mal ganz, ganz klar und ich muss vielleicht auch mal darauf achten, dass ich entsprechend dann irgendwann nicht einfach mal zu viel im Inventar habe. Es ist auf jeden Fall schön, dass wir hier ein paar Ressourcen mitnehmen können. Ja, wir haben ja beim letzten Mal, in den letzten Parts habt ihr ja gesehen, wie ich mehr oder weniger versucht habe, vom Schmieden her ein bisschen vorwärts zu kommen. Und das ist natürlich alles, ja, dazu braucht es natürlich auch Ressourcen entsprechender, die wir hier hoffentlich finden und auch mitunter schon gefunden haben. Beim letzten Mal haben wir hier ja auch die Banditen schon mal ein bisschen mehr oder weniger ausgehoben. Ich schaue mal ganz, ganz kurz ins Inventar rein, Leute, und dann seht ihr hier 362 von 370. Das ist viel. Golderz haben wir einen, den wollten wir natürlich abgeben. Ich glaube, das werden wir dann auch demnächst mal so machen. Warum haben wir denn jetzt allerdings so viel Gewicht schon wieder? Das ist nämlich die große Preisfrage. Wenn ich das jetzt mal sehe, Stahlhornhelm 37, den können wir verbessern und dann vielleicht Mjoll geben. Weiß ich nicht, sehen wir dann mal, wenn wir zurück sind. In Weißlauf des Stahlschilders könnten wir verbessern, 38. Aktuell haben wir eben erst Schild mit 50. Könnten wir verbessern und verkaufen, dann könnten wir zumindest mal die Skills hochbumpen. Das gleiche hier mit dem Nordstahl-Panzerhandschuhen, 26. Unsere haben aktuell 37. Ja, das ist halt immer die Frage. Was ist denn hier besser oder geeignet, am besten geeignet für uns, für mich, für Mjoll? Stab der Zombies, den packe ich natürlich weg. Ich habe doch einiges. Was ist er aber? Was ist das, was so viel wiegt? Das wird mich jetzt mal interessieren. 362 und 370. Das kann doch unmöglich das hier alles zusammen sein, oder? So, wir gehen mal. So, das ist klar, das trage ich. So, Stahlschild 12. Das ist aber eigentlich nicht so. So viel ist das eigentlich gar nicht. Da haben wir auch nicht so viel. So viel haben wir hier auch nicht. Ach, pardon, Leute. Das ist immer noch mein Hals. So zwischendurch mal einfach. Ach, die Mammutstoßzähne sind das, natürlich. 8 mal 10 wären 80. Ja, jetzt rechnen wir natürlich 2 weg. So, waren wir noch bei 70. Boah, das ist viel, ne? Das ist sehr, sehr viel. Die Frage, lohnt es sich? Ah, wisst ihr was? Wir schauen erstmal hier weiter, vielleicht. Irgendwo ist hier eine Falle, das weiß ich. So, die Frage. Hier geht's nicht weiter, ne. Doch, Eisenerz abbauen, ja klar. Nehmen wir natürlich auch mit. Ich hab's ja gesagt, wir nehmen so viel wie möglich hier mit. Deswegen wundert euch nicht darüber, wenn zwischendurch immer wieder, zack, die Axt ausgepackt wird und wir das dann auch tatsächlich auch einstecken und mitnehmen. Das ist momentan eigentlich das A und O für mich. So, ich muss ja nochmal gucken. Ja, natürlich. Ich pack doch die Fackel gleich mit aus, Mensch. So. Ja, okay, alles klar. Sie. Was? Achso, alles klar. Da war eine kleine Falle. So, hier ist aber nichts weiter. Ja, ja. Unsere Mjoll, ein heißer Ficker. Da stand sie mal kurzzeitig in Flammen. Ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Ich meine, in Flammen steht sie ja tatsächlich. Sie betont ja immer wieder, wie sehr sie Abenteuer mag. Also von daher ist das ja gar nicht mal so abwegig. Ja, und im Dunkeln, ja, ich habe auch einen schwarzen Bildschirm vor mir gerade, ne? Also wundert euch da nicht. Ich hätte mich auf dem Höhepunkt meiner Abenteurerkarriere erleben sollen. Ich war furchtlos und bin zu viele Risiken eingegangen. Aber genau darum ging es ja. Ja, genau, darum ging es ja. So, Himmelsrand, da können wir wieder rausgehen tatsächlich. Und das werden wir auch machen. Direkt mal hier raus und dann denke ich mal, wir werden erstmal zurück zum, zurück nach Weißlauf. Vielleicht direkt erstmal nach Fiesenheim. Ja, jetzt sind wir natürlich hier. Geldbeutel. Okay, die Kleidung, die kann man natürlich hier lassen. Ein Hirsch. Das kann man alles... Ah, nee, das kann man nicht alles mitnehmen. Alles klar, dann gehen wir dem Hirsch was zurück. Die Frage ist im Moment nur, was? Hirschfell, daraus können wir Leder machen. Das würde ich gerne mitnehmen. Wir könnten jetzt natürlich eigentlich, wenn ich es finden würde, dieses Geweih. Wartet mal. Ist das Geweih? Nee, Mammut. Das war was vom Mammut. Dieses genau, Mammutstoßzahn. Da können wir mal einen rausholen, denke ich mal. So, einen. Ich will nur einen ablegen. So. Und ansonsten haben wir da noch Gold. Nein, ich will das Gold haben. Hallo. Ich hätte gern. So.
So, und ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts weiter. Hübsch, Hochelf. Nee, das ist der gleiche. Alles klar. Hoch? Ja, nee, ist klar. Was war das denn jetzt bitte? So, ist egal. Ich hoffe mal, wir können jetzt von hier aus entsprechend nach Weißlauf. Zack. Einmal eine Schnellreise. Funktioniert. Wir sind ja draußen mehr oder weniger. Ich denke mal, so ist das auch gedacht. Dass man dann dort entsprechend durchgehen kann. Lasst mich in Ruhe. Was? Und eventuell dann tatsächlich auch. Achso, halt. Und dann eventuell auch natürlich hier wieder rausgeht quasi. Also zurückgeht, mehr oder weniger. Tja. Erstmal nach Priesenheim, während es immer noch gewittert und regnet, natürlich. Das Wetter, es wäre auch mal schön, wenn es einfach mal besser werden würde. So auf die Schnelle, aber das tut es immer nicht. Was haben wir denn? Kohlsuppe, Kartoffelsuppe. Wir könnten vielleicht erstmal hier. Ich war nie eine Söldnerin und habe meine Dienste nie verkauft. Ich war immer für mich selbst auf Abenteuerreise. Ja, schön, ja. Wunder, wunderbar. So, in diesem Schrank hier. Habe ich natürlich nur das. So, ist da was? Das könnte ich natürlich auch mal. Den da ablegen. So, und mehr eigentlich nicht. Der Rest, der kann verkauft werden, beziehungsweise verbessert und dann verkauft werden. Ich hätte aber gerne noch den Ring. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich den hier reingetan habe. Wiederherstellung. Abklingzeit von einem Schrei. Habe ich den noch einstecken, Leute? Holzmaske? Ne, den habe ich nicht mehr einstecken. Steigert die Ausdauer um 30 Punkte? Ne, ne, war der vielleicht da hinten drin? Goldener Ring? Ne, das ist das mit dem. Habe ich den verkauft? Ja, das Problem ist tatsächlich, ich habe ein bisschen wenig Magika, um diesen einen Zauber anzuwenden. Dieses Umwandeln. Wo ist es denn? Da, zack, umwandeln. Oder? Nee, es funktioniert, alles klar. Ja, ich besitze nicht genügend Magika. Wir schauen mal ganz, ganz kurz hier rein, wie das jetzt aussieht. Ach so, muss ich das jetzt. Ach du meine Güte, so 39 Mal noch oder was? Das ist natürlich auch mal klasse. Könnten natürlich auch mal ein Stündchen schlafen einfach. Zack. Okay. Du erwachst und fühlst die Liebe eines Vaters. Ach, wie schön ist das denn? So. Silbererz hinzugefügt. Ich verstehe es gerade nicht. Wieso? Wieso Silbererz? Nee. Ich liebe die kühle Luft. Sie ist anregend. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Ich frage mich gerade, warum die Texturen mittlerweile teilweise wieder so matschig aussehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Irgendwas haut er da schon wieder nicht hin. Das hat mir natürlich auch mein Spiel auch gesagt. Als ich es zum ersten Mal gestartet hatte, dann ist es nämlich auch direkt mal ja, abgestürzt, abgeschmiert. Also ich könnte es jetzt hier immer wieder umwandeln. Ich glaube, das werde ich dann aber tatsächlich. Ja, ich glaube, ich werde das tatsächlich dann mal offcam machen quasi. Und dann mit euch gemeinsam zum Schmieden gehen. Was wir auf jeden Fall machen könnten, wäre doch mal zu versuchen, dass. Ja, zumindest mal die einzelnen Sachen zu verbessern. Die Frage ist nur, was braucht man dafür? Aber bevor wir jetzt hier wieder 5000 Mal rum hin und her schleichen. Schauen wir doch einfach mal direkt hier rein. So, zack. Also das Stahlschild, das können wir noch brauchen. Stahlbachen. Korundumbachen. Stahlbachen. Leder, okay. Stahlbachen. Leder. Okay, alles klar. Also Stahlbachen, Korundumbachen und Leder.
So, einmal hier hoch. Vielleicht haben wir ja doch versehentlich nochmal was hier drin. Das wäre natürlich richtig, richtig schön. Hier einmal hier, dann einmal danach. So. Rund um Bachen brauchen wir... Wie viel? Einen hat man gesagt, ne? Packen wir mal zwei an, sicherheitshalber. Zack. So, dann brauchen wir noch Stahlbachen. Habe ich keine. Warum habe ich denn keine Stahlbachen? Oh, das ist jetzt... Okay, Leder brauchen wir auf jeden Fall auch. Lederstreifen habe ich keine mal. Okay, da müssen wir eins machen. Wolfspelz, alles klar. Da kann man ruhig was rausmachen. Mammutstoß, dann habe ich auch hier drin. Könnte ich eigentlich auch direkt mal ablegen. Da, zack, alle sieben, ja. Na gut, dann müssen wir halt das so weit wie es geht jetzt erstmal so machen. Es geht in dem Moment halt einfach nicht anders. So. Achso, und ich kann trotzdem nichts machen, weil... Weil warum? Die fehlt das... Ja, Talent zum Verbessern magischer. Und was haben wir hier? Stahlbachen, der fehlt uns. Hier fehlt uns das Leder. Stahlbachen fehlt uns. Warum habe ich keine Stahlbachen? Wisst ihr was, wir machen erstmal hier Leder. Leder, Leder, Leder. So, Mensch. Höhenbeeren, Peeren. Säbelzahntiger Pelz. Ja, komm. So. Damit hätten wir doch schon mal zumindest mal eins, was wir machen können. Oder zwei. So, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir aber noch Stahlbachen und wir brauchen... Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. So. So. So, alles klar. Das sollte erstmal reichen. Rest, den wir nicht benutzen, den können wir ja wieder oben wegbacken. Ja, ich sollte mir da wirklich mal einen kleinen Vorrat tatsächlich zulegen. Ihr seht es ja selbst. Das ist nicht immer ganz so einfach. So, was hatte ich denn gesagt? Den Stahlhornhelm auf jeden Fall. Zack. Dann das Stahlschuh. Das können wir auf jeden Fall auch machen. So. Und dann schauen wir mal ganz, ganz kurz hier ins Inventar rein. Check. So, Exquisite 44. Ja, 55, das ist natürlich klar. Vielleicht sollte man auch einfach mal nach Typ. Fell, ja gut, das verkaufen wir ja eh. Genau wie das, das ist mal klar. 37, 37, das eine. Gewicht 4, Gewicht 6. Das Blocken mit einem Schild absorbiert 4% mehr Schaden. Alles klar, das könnte ich eigentlich... Ich müsste ja noch im Inventar, oh, die Seelen haben. Die Seelensteine. Gefüllte Seelensteine. Da könnte ich das ruhig machen. Exquisit, ja. Weil bei gleichem Gewicht, bei gleichem Rüstungswert weniger Gewicht, das ist eigentlich von Vorteil für mich. Okay, das ist, muss ich mir merken. Eisenhelm, ist klar. Ist vielleicht für mich nichts. 42. Oder 47. Okay, das werde ich mir auch aufbewahren. Aber das Schild, das kann auf jeden Fall verkauft werden. Alles klar, das verkaufen wir jetzt direkt mal. Haben wir denn vielleicht für hier noch irgendwas, was wir machen können? Wenn wir schon einmal dabei sind. Die Spitzhacke, ich weiß nicht. Gewicht 10, wenn wir da jetzt... Gewicht 5, Quatsch, Gewicht 10, Wert 5. Schaden 12. Wenn wir damit vielleicht jetzt auch mehr abbauen, ich weiß es nicht. Ich habe es einfach mal jetzt so gemacht. Das Gewicht bleibt ja gleich, denke ich mal, oder? Dass ich jetzt hier irgendwo eine Fehler gemacht habe. Jo, Spitzhacke. Ja, Gewicht bleibt bei 10. Ich weiß gar nicht, warum. Wann habe ich denn da mal so schief geguckt, dass ich dann gedacht habe, dass das Ding immer schwerer wird? Hier findet eigentlich jeder. Was?
Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aber schön, dass sie jetzt hier drin sind, alle. Ja. Ulfbert. Nach allem, was ihr getan habt, sollte ich euch zusammenschlagen. Ja, ja, dann mach's doch einfach, Mensch. Was hast du denn zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Beides. Beides. Ulfbert, du weißt doch, wie das im Krieg ist. Man braucht immer beides. Man muss alles machen. Man muss einstecken können und man muss austeilen können. So, wir verkaufen erstmal das, was sowieso rausgeht. Die Pelzstiefel zum Beispiel. So, Stahlhornhelm, den wollen wir ja selber aufbewahren. So, jetzt bin ich natürlich hier drin, ohne letzten Endes selber. Den will ich gerne selber nutzen. Die Nordstahl-Panzerhandschuhe. Achso, da müsste ich vielleicht mal... Ne, die wollte ich jetzt selber sowieso selber. Das Stahlschild, das geht auf jeden Fall weg. So, zack. Alles klar, ich danke dir. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, halt, warte mal. Willkommen in der Kriegs... Werft einen Blick darauf. Zeig mir einfach deine Wahrheit. Ja, lass mal die Augen geschlossen. Sieht auch richtig geil aus. Schaut mal hier, wie er seine Augen zukneift. Irgendwie sieht das aus, als hätte er geschwollene Augen. So eine dicke, dicke, fette Augenentzündung. Keine Ahnung, warum. Geisterlicher Bogen. Der geht erstmal raus. Brauche man nicht. Spitzhacke behalt mal. Vulkanklassbogen, der geht raus. Da müssen wir einen in den Truhen drin haben. Da gucke ich jetzt aber nicht gesondert nach. So, danke dir, Ulfbert. Ich sehne mich nach einem Kampf. Ja, aber zeig mir erstmal dein Inventar. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Sehr schön, sehr schön. Trotzdem, nichtsdestotrotz. Stahlhelm. 47. Wir hätten. Mache ich denn? So. 47, alles klar. Das heißt, sie kann ihren ruhig aufbehalten. Was mache ich denn nur? Leute, 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 was mache ich denn? So, dann Nordstahl, Panzerhandschuhe, 47. 32, Rüstungswert 32, was sie hat. Stahlplatten, Panzerhandschuhe, 32. Das kann man schon mal rausnehmen. Dafür kriegt sie aber... Mensch, 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 nochmal sortieren. So. So, sie kriegt jetzt das hier. Während wir das anziehen. So. Dann kann das hier nämlich schon mal verkauft werden. Wisst ihr was? Wir ziehen das alles mal direkt an. So. Das ziehen wir an. Und. Ja, das geht raus. Okay, dann sieht's ja eigentlich schon mal gut aus. Den Rest kann man verkaufen. Ja, mach mal auch. Mach mal direkt, dann vergessen wir's nicht. Dank dir, Mjoll. Alles klar, gehen wir. Jawohl, gehen wir. Ihr seht aus, als könntet ihr eine Waffe gebrauchen. Werft einen Blick darauf. Danke. So. Dann haben wir noch das hier quasi. Der geht raus und der geht auch raus. Ja, dann schaut doch mal. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Geld gemacht. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt allzu viel ist, aber besser als gar nichts. Den Rest behalten wir natürlich. Die meisten Waren gehen dann wieder zurück. Ulfbert, danke. Die meisten Waren gehen natürlich wieder zurück in die Truhe. So, halt. Priesenheim ist dort. Da ist Lucia. Die lassen wir erstmal in Ruhe. Ja, wir sind ein liebevoller Vater. Das haben wir ja gerade mehr oder weniger gelernt. Sau lustig. Kaum zu Hause, aber trotzdem sind wir liebevoll. So, das geht raus. Golderz haben wir noch einen drin, den behalten wir. So, Hirschfell geht raus. Das Leder geht raus. Und den Rest kann man eigentlich behalten. Ja, den Rest kann man auch drin behalten. Das ist okay so. 222. Was haben wir denn jetzt, was noch so viel an Gewicht hat? Wir waren doch mal bei unter 200. Wir waren doch mal bei unter 200, Leute. Was ist, warum? Das können wir ablegen. Das können wir nämlich eigentlich auch dann. So. Da kann man noch ein bisschen was. Alles klar. Das geht. Natürlich. Ne, Moment. Tränke waren da vorne. So. Und dann kann man hier auch ein bisschen was mit rausmachen. Zaubertrank der geringen Magiker, den legt man natürlich ab. So, Wundertrank der Stärke des Ritters. So, dann ist das auch draußen. Dann sind wir bei 218. Und hier die Rollen. Ja, komm, leider, was soll's. Raus damit. Raus damit.
Und hier... das... was ganz, ganz wenig bringt, das könnte ich mal raushauen. Horkerfleisch, das lassen wir drin. Karotte geht raus. Kartoffeln, die gehen auch alle raus. Kartoffelsuppe lassen wir. Kohl geht raus. Mehl, zack, sowieso. Den lassen wir da. Roher Mammutrüssel, ja. Geht auch raus. Okay. Lass mal drin. Wein geht raus. Braucht kein Mensch. Zack. Okay, und dann sind wir bei 180. Das sieht doch schon mal wesentlich besser aus. Die Zutaten können wir jetzt eigentlich auch noch rauspacken. Na, die können wir auch erstmal drin lassen. So viel wiegen die jetzt letzten Endes auch nicht. Bisschen was wird es da schon noch geben, aber wir gehen ja sowieso erstmal hoch in die Drachenfeste. Vielleicht können wir ja gleichzeitig auch noch ein paar Getränke herstellen. Weiß ich nicht, wird sich gleich zeigen. So, liebe Mjoll, kommst mit. Das ist hier, es wird immer nebliger, ne? Also ich habe so das Gefühl, hier in Skyrim, in Tamriel, respektive in Hüllsrand, ja, tut gerade so richtig schönes Unwetter aufziehen. Unwetter, ich weiß gar nicht, wie das bei euch vom Wetter her ist, aber bei mir ist das hier in der Gegend zumindest mal, ja, in den letzten Tagen auch vom Wetter her nicht gerade angenehm. Also im richtigen Leben, ne? Nicht hier im Spiel selber. Ja, da jetzt aktuell auch, aber ich meine tatsächlich da vor den Fenstern, wenn er mal rausguckt, wenn er jetzt drinnen sitzt und rausguckt, dann, ja. Aktuell zwar nur bewölkt, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen, bis es wieder regnet. Mal wieder regnet. Ne? So rum kann man das mal sagen. Dragon's Reach, die Drachenfeste, auf geht's rein hier. Und ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon, ui, ziemlich weit. Nichtsdestotrotz, ich will nochmal ganz, ganz schnell hier oben gucken. So, hier drinnen tut sich natürlich auch Ausdauer schneller wieder richten. So. Der Stahlhornhelm. Was können wir denn damit machen? Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind begleitet. Die Klippenläufer waren ein ausgezeichneter Zeitvertreib. Ja, sehr schön, Mons. Also ich denke mal, die Schießkunst ist hier das Beste, was ich machen kann. Ja, nimm mal den da. So, und dann haben wir hier noch das hier. Die Handschuhe. Was haben wir denn da drauf? Einhändig verstärken können wir machen. Blocken. Wir machen Blocken. Ich denke mal, Blocken ist dann das Mittel zur Wahl, damit wir mehr einstecken können. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach nochmal an im Inventar. Muss ich? Da. Zack. Das Blocken mit einem Schild absorbiert 4% mehr Schaden, das ist schon mal sehr, sehr schön. Und Stahlhornhelm natürlich mit exquisiter Qualität, na klar. Bögen bewirken 2% höheren Schaden. Ich hoffe mal, das gilt auch für die Armbrüste. Ja, ne, das wäre natürlich klasse. Geh mal weg. So, danke. Alles klar, Ausdauer. Und mehr können wir hier gar nicht machen. Zutaten, ja, jetzt können wir hier natürlich immer noch weit... Wartet mal, warum? Da ist hier noch was, das mag ich erstmal probieren. Und zwar... Halt, Zutaten. Ja, Säbelzahn, Tigerreißzahn, alles klar, den probieren wir direkt mal essen. Ausdauer wiederherstellen entdeckt, sehr schön. Dann gehen wir direkt nochmal hier rein. Aber sehen wir trotzdem nichts. Alles klar. Gut, Leute, dann werde ich an dieser Stelle aber trotzdem mal einen Cut setzen. Wir haben verzaubert. Wir haben, ja, ein paar Tränke hergestellt. Und vor allen Dingen, ja, würde ich mal sagen, wir haben auch ein bisschen was aufgewertet. Unsere Rüstung aufgewertet, die von Mjoll, also den Rüstungswert insgesamt ein bisschen höher bekommen. Und damit sollte es auch für diesen Bart reichen. Ich meine, lang genug ist er alle Male. Ich muss ihn ja auch noch rendern und hochladen. Vermutlich wird dieser Bart hier auch wieder verspätet kommen. Aber es ist halt so. Es ist halt so. Ich kann es im Moment nicht ändern. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen oben, nach oben. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ja, abonniert ruhig meinen Kanal. Teilt die Links zu den Videos. Und ja, für Informationen, wenn sich was verspätet, wenn was hinzukommt oder ausfällt, ja, folgt mir dafür auf Twitter. Den Link dazu auf meinen Twitter-Kanal, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Die Elder Scrolls 5 Skyrim. Bis dahin, Leute. Ciao.